Hartmut Kämischen und biologische und Pflanzenschutzmittel. Unsere Pipeline enthält zahlreiche Projekte, die bis 2016 in den Markt eingeführt werden sollen. Dazu gehört beispielsweise unser neues Insektizid Ferango bzw. Velo. Es wurde bereits in einigen Ländern eingeführt. Aus unserem biologischen Portfolio haben wir mit der Einführung des Insektizids Flotter begonnen. Zu Sivanto habe ich bereits Stellung genommen. Herr Biermann, Sie fragten nach Details der Getreidebeize. Grundsätzlich wird Getreide seit vielen Jahrzehnten mit Beizen geschützt. Hierbei kommen sowohl Fungizide als auch Insektizide zum Einsatz. Ein bekanntes Mittel hier ist beispielsweise Beta. Die Entscheidung über den Einsatz liegt beim Landwirt. Außerdem sind die Produkte den unterschiedlichen regionalen Bedingungen weltweit angepasst. Deshalb ist hier eine pauschale Aussage nicht möglich. Herr Biermann, Sie fragten auch nach der Beize von Mais und Raps in den Jahren 2007 und 2008. Die Saatgutfirmen beginnen mit dem Beizprozess in der Regel einige Monate vor der Aussaat. Auch Raps und Mais werden grundsätzlich seit vielen Jahrzehnten mit Beizen erfolgreich geschützt. Bei Raps kamen die Produkte Chinook und Elado zum Einsatz. Im Mais wurde mit Poncho und Poncho Pro gebeizt. Die Entscheidungen über den Einsatz, insbesondere von Zusätzen, liegen beim Landwirt. Außerdem sind die Produkte den unterschiedlichen regionalen Bedingungen weltweit angepasst. Deshalb ist auch hier eine pauschale Aussage nicht möglich. Herr Barmann, Sie hatten eine Frage zum Thema Kirschessigfliege. Es handelt sich dabei um eine bisher unbekannte Schädling, der vor allem den Wein- und Obstanbau im Südwesten Deutschlands betrifft. Von Asien über Amerika nach Europa kommend trat diese Schädling erstmals 2014 flächendeckend auf. Neben mechanischen Maßnahmen gibt es derzeit nur zwei zugelassene Pflanzenschutzmittel für die Anwendung in Wein- und Obstbau. Und keines davon ist von Bayer. Was wir dringend brauchen, ist eine größere Vielfalt an Wirkstoffen. In anderen Bereichen bereits bewährte Pflanzenschutzmittel müssen zur Bekämpfung der Kirschessigfliege auch für den Wein- und Obstbau zugelassen werden. Frau Holzer, Sie fragten nach Produktionsmengen unseres Wirkstoffes Thiaclopid. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine Aussagen zu Produktionsvolumina einzelner Wirkstoffe machen. Frau Holzer, Sie erkundigten sich nach der Forschung für naturnahe Schädlingsbekämpfung. Ja, wir investieren auch in Mittel auf biologischer Basis und bauen diesen Bereich weiter aus. Und dazu gehören Mittel zum Schutz von Pflanzen gegen Pilzerreger, Schadinsekten und Farbenwürfe. Sie ergänzen damit unser Portfolio an Wirkstoffen auf chemischer Basis. Frau Holzer, Sie haben sich außerdem erkundigt, ob Bayer seine Klagen gegen das EU-Verbot der Neonicotinoide zurückziehen wird. Die EU-Entscheidung wurde seinerzeit getroffen, ohne dass neue wissenschaftliche Erkenntnisse vorlagen. Für uns ist es Rechtssicherheit sehr wichtig. Deshalb legen wir weiter Wert auf eine gerichtliche Klärung. Frau Hölzer, Sie fragten nach unserer Reaktion auf wissenschaftliche Studien zu Neonicotinoiden. Grundsätzlich begrüßen wir jede Forschung, die nach wissenschaftlichen Standards und unter realen Expositionsszenarien geführt wird und bewertet die Ergebnisse sehr sorgfältig.
Seit der Einführung des Neonicotinoide sind tausende Publikationen und Studien erschienen. Öffentliche Aufmerksamkeit erfahren vor allem die Studien, die sogenannte Worst-Case-Szenarien betrachten und zum überwiegenden Teil unter Laborbedingungen oder mit anderweitig unrealistischen Szenarios und nicht unter realitätsgetreuen Feldbedingungen durchgeführt wurden. So haben beispielsweise Studien, die unter realistischen Feldbedingungen durchgeführt wurden, keinerlei unerwünschte Wirkungen auf Honigbienenvölker oder Vogelpopulationen ergeben, ebenso wenig auf andere Umweltorganismen. Diese würde auch von verschiedenen internationalen Zulassungsbehörden in jüngsten Berichten, wie beispielsweise auch Australien, bestätigt. Herr Pirke, Sie fragten, ob Bayern jemals so viel Gewerbesteuer zahlen wird.